Freunde, wir haben uns heute mal Kartenhintergründe gestaltet mit echten Blümchen. Und ich hoffe mal, ihr seid interessiert daran. Bleibt einfach mal dran. Viel Spaß. Wir wollen uns heute Kartenaufleger basteln für Karten mit ganz normalen Blütenblättern. Wir haben im Moment solche Hornfeilchen oder Stiefmütterchen. Und das Stiefmütterchen, wissen die heißen Hornfeilchen, denn solche, wie heißen die Dinger, buntes, da sind so bunte Glöckchen in verschiedenen Farbtönen bei uns an eben so einem Busch dran, die verblühen jetzt hier nach und nach. Und ich habe jetzt hier eine so eine Hornmargerite, nee, weiß ja, wie die heißen, jedenfalls verschiedene Blüten, die wir nutzen wollen. Und ehe die vergammeln, machen wir uns damit schöne Aufleger, habe ich mir gedacht. Jetzt habe ich mir die schon ein bisschen auf so einem Blatt Papier positioniert. Könnt ihr Aquarellpapier nehmen? Habe ich nicht. Aquarell mache ich eigentlich gar nicht so viel. Ich nehme ganz normales Papier, lege mir da jetzt noch ein anderes oben drauf. Hätte ich mir gleich auf meiner Prägematte machen können eigentlich. Damit man das jetzt nicht wieder durcheinander haut. Passt aber unter Luft. Liegt. Hoch, tief und trocken. Papier drauf, nächste Platte drauf. Und einmal entweder durch die Gemini Big Shot oder ich habe hier so eine von Jane Davenport Spellbinders Platte oder Stanzmaschine. Gehen mal durch. Und dann meinst du, funktioniert. Dann werden wir gleich sehen, das mit allen Blättern geht. Nochmal zurück das Ganze. Oder mal vorne rein. Oder vorne noch mal rein. Doppelt hält besser. Sicher, sicher, sagen wir mal. Gucken wir mal. Durchgefärbt hat es schon. Das ist ein Ding. Bloß noch auseinanderkriegen. Das ist ja ein Ding. Jetzt habe ich im ersten Moment gedacht, das funktioniert nicht, aber das sind ja nur diese Blüten, die man hier so abrubbeln muss noch. Und Aquarellpapier saugt das natürlich besser auf. Mit Aquarellpapier habt ihr noch einen besseren Druck wahrscheinlich. Aber ich wollte mir jetzt nicht extra noch Aquarellpapier besorgen. Die Rückseite hier ist jetzt nicht so meins. Muss ich ja nicht nehmen. Das gefällt mir nicht so, aber die Vorderseite sieht doch cool aus. Mache ich mir gleich noch einen zweiten Druck und das hier kommt weg. Jetzt nimmst du noch mal andere Blüten dazu, oder was? Alles, was ich habe, nehme ich jetzt hier einfach mal mit dazu. Kann man sich alles ausprobieren. Flache Blüten gehen eigentlich immer am besten. Aber hier sind ja auch überall so eine Stiezel, die kann man natürlich auch mal abmachen. Aber das platzt, das wird sowieso platt gedrückt alles. Na. Kommt da auch wieder eine Seite drauf noch ein Diesmal Blatt. Diesmal war es ein Blick, Play auf dem Brett gemacht. Ja. Man lernt ja immer dazu. Man wird so alt wie eine Kuh und lernt doch immer noch dazu. Ich könnte mal noch ein bisschen so, Blatt drücken, nochmal durchjagen. Ist alles immer Übungssache, sage ich immer wieder, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, geht das alles immer viel einfacher. Jetzt geht das ja auch noch rückwärts. Ja, klar geht das rückwärts. Das war mir vorhin so rausgeflutscht da hinten. So, und weil das ja feuchte Blumen sind, klebt das mal alle ein bisschen zusammen. Das macht aber nichts, ne? So. Dann wischst du einfach das. Jetzt werden die Blüten hier einfach so abgewischt. Das alles gibt. So, und dann wird das Papier erstmal noch gepresst. Also muss ja erstmal jetzt noch trocknen wieder. Sind ja nasse Blumen drauf gewesen. Jetzt mache ich mir immer so ein, wie heißt das, Küchenkrepp dazwischen. Ins wieder oben drauf. Nochmal Küchenkrepp. Und wie gesagt, wenn ihr Aquarellpapier habt, geht das alles noch viel besser. Weil das Aquarellpapier besser diese Feuchtigkeit aufsaugt. Und
Moment, jetzt müssen wir noch was Schwere drauf packen. So, dann packe ich einfach ein paar Blöcke drauf, ein paar dicke. Und dann müsste das eigentlich reichen. Ich stelle noch meine Maschine oben drauf. Zack. Und dann kann das über Nacht glatt werden. Jetzt kann über Nacht glatt werden, ja. Nach dem Pressen, ich habe jetzt alles wieder auseinandergebaut, hatte da den Aufbau, hattet ihr gesehen, ist das alles so, naja, glatt jetzt das Papier. Das war jetzt hier mein zweites, wo vielleicht ein bisschen viel Flüssigkeit noch in den Blümchen drin war, dass das ein bisschen mein Papier zerlegt hat. Ich habe jetzt das gleiche nochmal mit Aquarellpapier ausprobiert, habe mir Aquarellpapier besorgt. Da sieht es dann so aus, praktisch theoretisch wie mein erster Versuch. Klappt halt mal und mal nicht. Dieses Papier ist ein bisschen strapazierfähiger und das ist dann die Rückseite. Also ich habe die Blümchen hier draufgelegt, das oben drauf und dann sieht es halt so aus. Puh, muss man jetzt wissen, ob man das so haben möchte oder nicht. Ich finde eigentlich diese Vorderseite schön, die Rückseite. Dann nehmen wir die Vorderseite. Genau, nehmen wir die Vorderseite und hier nehmen wir auch das Papier, was schön geworden ist und machen uns da jetzt eine Karte dann draus. Schneid mir dann das Papier in der Größe zu, wie ich das brauche. Ich habe mir jetzt hier ausgemessen 9,5, da kann man hier ein bisschen den Rand so abschneiden. Und jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Ja, aufschreiben halt, Melder, aufschreiben. 15,2 sind 14,2, also die Musik abschneiden. 14,7, das so ein bisschen runterschneiden würde, weiß ich nicht. So, jetzt haben wir das so ein bisschen als Auflage, als Kartenaufleger zugeschnitten. Können wir das dann aufkleben. Jetzt müssen wir da noch irgendwie einen Spruch draufsetzen. Mal gucken, wo ich noch Sprüche habe. Sprüche musst du dir noch zulegen, da hast du ja noch überhaupt keine. Jedenfalls keine, die in solche Rahmen reinpassen. Das ist immer das Problem. Ich habe mir jetzt bei Action noch solche Rahmen besorgen lassen von einem Freund. Die hat er mir jetzt geschickt und... Da sind jetzt hier diese schönen dabei, da ich mir dachte, da stanze ich mir erstmal solche Rahmen aus und stempel dann da rein, was da reinpasst. Mal gucken, was wir da hinkriegen. Die sehen doch wohl richtig schön aus. Ja. Die Teile. Noch einen kleineren. Na, passt noch wie Faust ins Auge. Kein Papier verschwenden. Und schön ja nicht was überlassen, dann hat man da wieder irgendwo was rumflattern, wo man später wieder nicht weiß, was man damit macht. Und dann habe ich ja hier immer so verschiedene Sprüche, einmal von Viva Decor, da gibt es ganz viele verschiedene auf Deutsch, finde ich immer gut. Man muss sich jetzt dann halt bloß einen aussuchen, der da reinpasst oder wenn man gerade eine Karte für irgendeinen bestimmten Anlass macht, dass es zu dem Anlass dann passt. Hier habe ich noch von der Firma Stieber, da war ich ja auch ganz überrascht, dass die so tolle Sprüche, Stempel haben, aber auch eben andere Sachen hier wie jeder Topf findet seinen Deckel und sowas. Das sind auch coole Sachen, könnte man eigentlich auch drauf stempeln, wenn man jetzt einen passenden Rahmen dafür hat. Ich wollte jetzt einfach bloß mal hier so für einen wunderbaren Menschen drauf stempeln. Das passt nämlich genau hier in dieses größere Teil rein. So, jetzt habe ich schon mal einen Stempelabdruck gemacht und ihr seht schon, dass das so ein richtig schöner, verschnörkelter Spruch ist. Sah man ja eigentlich auf der Packung auch. Jetzt muss man das hier natürlich richtig schön reinkriegen. Mal gucken, dass das so passt. Passt, wackelt und hat Luft. Für einen wunderbaren Menschen. Ja, für mich. Was wackelst du da mit dem Kopf, ey? Oder so ungefähr. Könnte man vielleicht gerade so gelten lassen, ne? Und dann nochmal Danke. Ist hier auch so ein schöner drauf. Und Danke. So, schön. So, dann kann man aber auch den Rand von diesem schönen Rahmen noch ein bisschen farbig gestalten, habe ich mir gedacht. Und da war da so... Ja, so ein bisschen lila mit drin haben. Ja, jetzt kommt ein bisschen dunkelblau rüber, war mal lila. Machen wir einfach hier den Rand auch noch ein bisschen lila. Dunkelblau und lila passen auch. Ja, dass man das schön sieht, wo die schönen Ausstanzungen hier sind von diesem Rahmen. Ja, sieht doch cool aus. Und wirklich schöne Ausstanzungen. Und von Action ist man ja nicht so... Gewöhnt, dass man da so tolle Sachen... Also doch, aber die haben immer schöne Sachen. Ich komme da halt bloß nicht hin. Das ist immer das Problem. Ich kann immer bloß warten, dass mir jemand was mitbringt. Was schickt. Sieht doch cool aus.
So, und dann können wir die Karten auch schon verheiraten, also zusammenkleben und fertig dekorieren. Bei uns wärst du ohne Auto aufgeschmissen hier. Ja. Ja, also ich weiß nicht, wie die sich das denken, wenn die die Autos abschaffen wollen, gerade auf dem Land oder in kleineren Städten. Du weißt nicht, wie du zur Arbeit kommen sollst. Du kannst, nicht mal zum Einkaufen. Kannst nicht einkaufen gehen. Also ich weiß nicht, da habe ich schon Panik vor. So, und dann kann man hier eigentlich schon diese Sprüche draufsetzen. Dann muss man sich bloß überlegen, wo man die hinhaben möchte. Praktisch hier, sieht das ganz gut aus. Ein bisschen dimensionales Klebeband mit drunter, also dieses Schaumklebeband. Kann man jetzt dicker oder dünner machen, wie man das haben möchte. Bei mir braucht es ein bisschen erhaben sein. Ich mag das ja nicht, wenn die Karten zu dick werden. Aber irgendwas fehlt noch. Ja, siehst du. Trotzdem fehlt noch irgendwas. Was sollen da noch fehlen? Ja, Leute, gebt mir mal einen Tipp, was da jetzt noch fehlt. Ich finde irgendwie finde ich das noch ein bisschen. Du musst richtig Blumen noch drauf kleben. Nacke, ich habe jetzt auch gerade so nochmal Blümchen oder irgendwas drauf zu machen, aber das ist ein bisschen viel Blümchen denn. Ja. Ich habe dann jetzt aus meinem Bienchensammelsurium diese beiden Bienchen rausgesucht. Einmal in ganz groß und dann einmal so, naja, eine mittlere Größe. Dann muss man sich dafür entweder Papier aussuchen, wo man das ausstanzen möchte oder das dann eben halt nachher farbig nachgestalten. Ich habe jetzt hier so einen Block, ich glaube, das war auch mal von Action, 24 Farben drin. Dafür ist so ein Block alle Male super und auch mal kein teuer. Jetzt muss man das bloß mal ausstanzen. Hast jetzt immer gelb und immer. Na, die Bienchen schwarz. Sind ja irgendwie an ach, die zwei Stempel, also die zwei zusammen. Hören zusammen. Mhm. Die gehören zusammen und dann hast du das gleich farbig. Gut, jetzt hat das Bienchen dann auch gelbe Flügel, aber ach, wer das eine liebt, muss das andere mögen. Woher weißt du, dass sie keine gelben Flügel haben? Ja, weil die immer so durchsichtig sind eigentlich. Aber mit durchsichtig habe ich nicht so richtig das Papier. Du musst das abkratzen. Abkratzen. Mal gucken, ob das was wird jetzt hier mit dem Bienchen. Da bin ich aber auch gespannt, ey. Nicht, dass wir jetzt alle was zum Lachen haben. Das ist jetzt das erste Mal, dass wir das hier mal ausstanzen. Ich glaube, das alles schon ewig liegen. Aber gemacht hat man es halt noch nicht. Jetzt muss man das noch rauspieksen hier. Das ist nicht mehr für Leute mit Brille. Na doch, wenn du eine Brille hast, geht das ja. Ist aber ganz schön schwierig. So, die ganzen kleinen Dinger hier erstmal raus und dann guckt nämlich überall an diesen Löchern, guckt dann das Gelbe raus. Und das soll nicht. Doch, gerade. Deswegen haben wir das ja extra in Gelb da unten gemacht nachher. Bloß die Flügel sind halt noch nicht so, wie ich mir das denke eigentlich. Oh. Ja, na gut, ganz perfekt wird man das nie hinkriegen. Du hast ja auch schon mal lila Bienen gemacht. Ja. Schlägt alles ein bisschen außer Art bei mir. Ja, das stimmt. Und dann kann man das übereinander legen und dann hat man ein Bienchen in schwarz-weiß, schwarz-gelb. Schwarz-gelb. Was denn alles gibt, ey? Die lassen sich immer wieder Sachen einfallen, da schlackern dir die Ohren. So, jetzt braucht man natürlich wieder so einen ganz dünnen Klebestift oder so ein anderes Teil, wo man das mit kleben kann. Jetzt will er wieder nicht. Er nicht willig, so braucht er einfach Gewalt. Immer dieser Vorführeffekt, dass er dann nicht will, wenn er soll, aber er muss. Wenn ich will. Oh, jetzt hast du den Dreh raus. Jetzt halt den Dreh wieder raus. Man muss immer erstmal wissen, hier muss man so ein bisschen auftupfen und dann kommt das. Das ist immer wieder, wenn man das eine Weile nicht gemacht hat, hat man das schon wieder vergessen. Immer wieder lustig mit dir. Immer wieder, ja. Ich lerne jeden Tag neue Leute kennen, das ist schlimm. Obwohl das immer nur du bist. So. Zumindest kann ich mich scheiße benehmen. Und du wirst den nächsten Tag nicht mehr. Ja. So ungefähr. Aber manche Sachen vergesse ich halt doch nicht. So, haben wir ein Bienchen. Ich fasse es ja nicht. Och, guckt euch och, das guck mal doch an. Mal, die hat ein Bienchen gemacht. Ein Bienchen. Das ist doch wohl jetzt cool, wenn wir da jetzt noch ein Bienchen hinkleben. Ja. Dann ist die Karte gerettet. Ja. Können wir aufstupsen. Du wolltest wieder streichen, ne? Ich wollte wieder streichen, rollern. Man kommt immer in Versuchung, das zu rollern, so wie so ein Rollstift. Roll-on-Stift, aber das sind Stupfstifte.
Na, siehst du. Geht doch. Ja. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja, cool. Naja, nicht so schnell. Mann, Mann, Mann. Jetzt noch ein zweites Bienchen. Ja. Jetzt hat mir noch ein bisschen Glitzer in der Hütte gefehlt. Glitzer muss immer irgendwo sein. Dafür gibt es ja solche Glitterstifte. Und da habe ich mir gedacht, die Biene kann ruhig ganz glitzern. Kann man einfach überall drüber malen hier. Dann glitzert die immer mal, je nachdem, wie man die Karte gerade bewegt. Und hier bei der Schrift, da mache ich einfach ein bisschen so Glitzer mit rein. Und dann hat man da auch noch einen kleinen Hingucker, dass das mal glitzert. Ist schon cool, was das also gibt. Dann hat man so kleine Glitzereffekte, sieht man hoffentlich, wenn man das so ein bisschen bewegt. Also ich sehe es, wenn ihr es nicht seht, habt ihr ein bisschen Pech. Pech, Pech, ja, Pech. Für die Kuh, aber da ist eben Glitter drauf. Ist schon cool, man könnte sich jetzt noch überlegen, ob man irgendwie was am Rand macht, aber eigentlich soll ja diese Blumen, dieser Kartenaufleger mit den gepressten Blumen, das sollte das Highlight sein. Genau, sollte ja eigentlich das Highlight sein. Ich finde es cool, ist mal eine andere Variante, Hintergründe zu gestalten, und man kann da alle möglichen Blümchen für nehmen, die man so hat. Eigentlich so kleinere Blümchen, weil so große Karten bastelt man ja nicht, dass man da jetzt Dahlien drauf machen könnte. Würde aber gehen. Würde aber vielleicht gehen. Also probiert es ruhig aus mit Aquarellpapier oder auch mit eurem eigenen Papier. Müsst ihr halt immer schauen, ob das Papier das aushält oder nicht. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein. Denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird und das wie immer ganz, ganz einfach. Und schön. Schöne Idee, hm?